Dein Mathe-Abi steht an und du fragst dich, wie lerne ich fürs Mathe-Abi? Wenn du das wissen möchtest, dann bleib jetzt dran, denn in diesem Video erkläre ich dir die drei Schritte, wie du dich strukturiert auf dein Mathe-Abi vorbereiten kannst. Diese drei Schritte wende ich seit Jahren in meinen Coachings mit Schülern an, wenn sie sich auf ihr Mathe-Abi vorbereiten möchten. Und vor allem auch besonders mit Schülern, die ganz, ganz knapp vor ihrem Abitur zu mir kommen. Also let's go mit Step Nummer 1, und zwar planen. Verschaff dir einen Überblick über alle Themen, die in der Prüfung drankommen können, und plane deine Lerneinheiten dementsprechend. Das Problem in der Abi-Phase ist, dass einfach so wenig Zeit da ist, um sich richtig intensiv aufs Abi vorzubereiten. Und deswegen brauchst du eine richtig, richtig gute Planung. Deswegen musst du wirklich langfristig auch schon planen. Und Planung ist hier wirklich das A und O. Das darfst du nicht vernachlässigen, um auch eine Struktur einfach reinzubringen, wann du welches Thema lernst und wann du mit welchem Thema auch fertig sein musst. Und bevor du richtig anfangen kannst zu planen, musst du erstmal wissen, wann deine Prüfungen überhaupt sind, das heißt die richtigen Prüfungsdaten und vor allem, was alles drankommt in der Prüfung. Das heißt, du brauchst einen Überblick über alle prüfungsrelevanten Themen. Das kannst du zum Beispiel herausfinden, indem du entweder deinen Lehrer befragst, wenn die Lehrer dafür Zeit haben, Auskunft zu geben, oder vielleicht haben die Lehrer auch schon eine Übersicht für dich, die sie dir geben können, oder sie können dir einfach sagen, welche Semester drankommen aus der Oberstufe. Ansonsten kannst du aber auch im Internet mal schauen oder nach dem Lehrplan recherchieren, denn da steht meistens auch drin, welche Themen sind wirklich prüfungsrelevant und welche können sich die Lehrer quasi aussuchen, in den Unterricht mit einzubauen. Eine andere Möglichkeit ist auch, falls du Kontakt hast zu früheren Abiturienten, da einfach mal nachzufragen und die Connection quasi anzuzapfen. Frag da einfach mal nach, ob die vielleicht irgendwelche Übersichten haben oder irgendwelche Checklisten, damit du dir einfach diese Arbeit ersparen kannst, dir das selber auszuarbeiten. Denn sind wir mal ehrlich, dass sich alles mühsam auszuarbeiten, ist wirklich, wirklich zeitintensiv. Und du hast ja nicht nur eine Abi-Prüfung, sondern vier, fünf Abi-Prüfungen. Deswegen musst du wirklich schauen, dass du deine Zeit effektiv nutzt und die brauchst du fürs Lernen und nicht dafür, diese ganzen Sachen zu recherchieren. Wenn du jetzt alle Themen zusammengetragen hast, die für deine Prüfung relevant sind, dann kannst du in die richtige Planung reingehen. Dann nimmst du dir einfach deinen Kalender, das kann ein ganz normaler Kalender sein, oder du nimmst einen Online-Kalender, da gibt es ja auch sehr viele Apps dafür, und trägst dort zuallererst das Datum für deine ganzen Prüfungsfächer ein. Das zweite, was du einträgst, sind alle safen Termine. Zum Beispiel, wo musst du noch zum Unterricht, wo musst du noch zur Schule gehen, wo hast du vielleicht anderweitig Termine, Hobby oder sowas. Das, was alles nicht verschiebbar ist, was du aber safe machen wirst, alle diese Termine trägst du jetzt auch mit ein, bevor du in die Planung deiner Lerneinheiten gehst. Das ist ganz wichtig, denn jetzt weißt du, wo hast du wirklich Zeit, um zu lernen und wo kannst du Lerneinheiten reinpacken und wo hast du auch wie viel Zeit. Aber bevor du deine Lerneinheiten planst, plane zuerst deine Entspannungsphasen, zum Beispiel Nachmittage, wo du einfach frei hast, oder mal einen ganzen Tag am Wochenende oder unter der Woche, wo du dir einfach mal komplett frei nimmst, damit du deinen Kopf nochmal rebooten kannst, quasi runterfahren kannst, damit dein Gehirn alles verarbeiten kann, was du da so reingepackt hast. Und vor allem sind deine Entspannungsphasen auch sowas wie Pufferzeiten, denn wenn sich das Lernen ein bisschen nach hinten rauszögert, und das wird es auf jeden Fall, hast du nämlich somit auch immer nochmal Reservezeiten, die du notfalls fürs Lernen benutzen kannst. Da würde ich dir empfehlen, dass du dir einen ganzen Tag pro Woche einfach blockst, wo du diese Entspannungsphasen reinmachst. Wenn du diesen kompletten Tag dann nicht brauchst, kannst du Zeit immer noch dafür benutzen, um Sachen zu wiederholen oder um schon Lerneinheiten wieder vorzuschieben. Aber das wird aus meiner Erfahrung wahrscheinlich eher nicht sein, weil immer unvorhergesehene Dinge passieren und du diese Zeit brauchen wirst. Wenn du deine freien Zeiten geplant hast, dann kannst du in die Lernplanung einsteigen. Und jetzt kannst du schauen, wo packst du zum Beispiel Deep Work Phasen rein. Das heißt, es sind Phasen, wo du 1 bis 2 Stunden am Stück ohne Unterbrechung an einem Thema arbeitest, dass du wirklich fokussiert da einsteigen kannst. Und wie diese Planung aussehen kann, das habe ich dir in diesem Video schon gezeigt. Also schau da auf jeden Fall auch noch mal rein. Schritt Nummer 2, lernen. Und zwar die Theorie. Ja, du musst in Mathe auch Theorie lernen, genauso wie in allen anderen Fächern. Denn ohne diese Theorie zu lernen, weißt du ja überhaupt nicht, was du anwenden sollst in den Aufgaben. Das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn das die meisten Lehrer nie betonen und sie euch immer voll ballern mit Aufgaben. Die Theorie ist die Grundlage dafür, dass du die Aufgaben lösen kannst. Denn das Geheimnis davon, Mathe wirklich verstehen zu können, sind bestimmte Regeln, die man im Kopf hat, die man anwendet.
Und oft sind es falsche Regeln, die sich Schüler erschlossen haben oder die Lehrer auch falsch erklärt haben, das kann auch sein, die dann einfach zu falschen Ergebnissen führen. Deswegen ist es wichtig, dass du dir zuerst die Zeit nimmst, wirklich nochmal in die Theorie einzutauchen, mach dir Lernübersichten, mach dir so Karteikarten und lern die Mathe-Theorie wie Vokabeln auswendig, indem du dir vorne auf die Karteikarte das Thema draufschreibst und auf die Rückseite schreibst du dir die Formel, das Vorgehen, die Erklärung, whatever drauf und lernst das einfach wie Vokabeln auswendig. Und ganz wichtig, wenn du dir Lernübersichten erstellst oder die Karteikarten, schreibe alles in deinen eigenen Worten auf. Das ist so wichtig. So wie du das verstehst und anwenden würdest, so musst du es aufschreiben. Denn ganz oft wird im Unterricht die Theorie so besprochen, dass sie in dieser krassen mathematischen Fachsprache ist, die eigentlich kaum ein Schüler versteht, außer die ganzen Mathe-Cracks. Deswegen versuch dir das wirklich so in deine Sprache zu übersetzen, wie du das verstehst, wie du das erklären würdest, und dann lerne genau das so auswendig. Und wenn du noch mehr Tipps haben willst, wie du Mathe besser verstehen kannst, dann schau unbedingt mal in diesem Video vorbei, denn da habe ich dir schon 8 ungewöhnliche Lernstrategien erklärt, wie du Mathe besser verstehen kannst. Und noch ein Tipp, wie man Formeln auswendig lernt. Versuche herauszufinden, wofür einzelne Buchstaben in der Formel stehen. Und dann versuche herauszufinden, wie man diese Formel Step by Step auflösen muss, beziehungsweise ausrechnen muss, damit man auf das richtige Ergebnis kommt. Und dann lerne genau diese Sachen auswendig. Nicht einfach nur stur diese Formel und keiner weiß, wie man diese Formel anwendet, sondern wirklich immer die Anwendung von der Formel auswendig lernen. Step Nummer 3 für deine Mathe-Abi-Vorbereitung ist Rechnen. Jetzt geht es darum, so schnell wie es geht, in die Anwendung von dem Gelernten zu kommen. Das heißt, wirklich Aufgaben zu rechnen. Fang auch schon während der Theorieausarbeitung mit Basic-Aufgaben an, damit du da auch die Theorie nochmal besser verstehen kannst und eventuell Fragen klären kannst. Und dann versuche so schnell wie es geht, deinen Schwierigkeitsgrad nach oben zu schieben, damit du ganz, ganz schnell in Textaufgaben und in Abi-Aufgaben und in ganz schwierige Aufgaben reinkommst, um das Verständnis noch mehr zu vertiefen. Während du Aufgaben löst, geh die Theorie immer wieder durch und erkläre dir, warum du welche Sachen jetzt benutzt, warum es welches Thema ist, warum welche Formel angewendet werden muss, warum welches Vorgehen jetzt angewendet werden muss, wie das genau funktioniert. Also sprich da wirklich das große Ganze wirklich nochmal durch für dich, damit sich diese Sachen als Regeln in deinem Kopf festigen. Und damit du die Möglichkeit hast, so schnell wie es geht, in so eine Art Automodus zu kommen, wo diese Regeln dann einfach nur noch automatisch abgespult werden. Und du die Aufgaben viel, viel schneller lösen kannst, weil du auch viel, viel schneller sehen kannst, was zu tun ist in den Aufgaben. Dieses immer wieder Durchspulen von der Theorie in deinem Kopf verhindert auch, dass du am Anfang in den Autopilotenmodus reinfällst und einfach nur Aufgaben rechnest, so wie du die Aufgabe vorher gerechnet hast. Kennst du das aus dem Unterricht? Der Lehrer rechnet eine Aufgabe vor und du rechnest sie nach und denkst bei der nächsten Aufgabe, du musst genauso rechnen, obwohl aber eigentlich was anderes dahinter steckt. Und genau das vermeidest du, wenn du immer wieder die Theorie durchgehst am Anfang. Also Automodus wird am Anfang vermieden dadurch, aber am Ende läuft es darauf hinaus, dass die Regeln für dich unbewusst einfach in deinem System drin sind und du nicht mehr darüber nachdenken musst. Und du dann diese Regeln auch unbewusst auf Automodus quasi anwenden kannst. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Wichtig ist auch beim Rechnen, dass du so schnell wie es geht in Textaufgaben reingehst, denn das ist das, was im Abitur immer drankommt, womit du klarkommen musst. Das musst du wirklich lernen. Am Anfang wirklich die ganzen Basic-Aufgaben rechnen und dann so schnell wie es geht in Textaufgaben, wo du wirklich lernen musst, rauszulesen, welches Thema es ist, was du rechnen musst und dir auch diesen Rechenweg selber entwickeln zu können. Und ich habe noch einen Bonustipp 4 für dich. Und zwar, wenn du gar keine Zeit mehr hast und dein Abitur schon in 3, 4, 5 Wochen vor der Tür steht, dann solltest du dir wirklich die Frage stellen, macht es nicht vielleicht Sinn, sich Hilfe dazu zu holen? Dadurch hast du jemanden, der deinen Lernprozess begleitet, der dir auf den Punkt genau sagen kann, was zu lernen ist, der mit dir ganz, ganz schnell einen Lernplan entwickeln kann. Und der dir auch die ganzen Themen gibt, ohne dass du sie selber ausarbeiten musst. Und vor allem hast du immer einen Ansprechpartner, falls Fragen aufkommen beim Aufgabenrechnen, bei der Theorie. Unabhängig davon macht es natürlich Sinn, sich in jeder Phase Hilfe dazu zu holen. Achte jedoch darauf, dass du jemanden an der Hand hast, der sich wirklich damit auskennt mit dem Thema, der wirklich genau weiß, was zu tun ist, was du alles lernen musst und worauf auch zu achten ist bei der Prüfung.
Im ersten Step beim Planen kann es dir helfen, dass du ganz, ganz schnell einfach die ganzen Themen bekommst, einen Überblick bekommst, eine Lernstruktur, einen Lernplan auch entwickelt bekommst, der speziell auf dich zugeschnitten ist. Im zweiten Step ist es sinnvoll, dass jemand da ist, der dir die Theorie ganz, ganz, ganz strukturiert und ganz einfach erklären kann, vor allem auch in deinen Worten, so wie du das verstehst. Und mit dir die Lernübersichten bzw. Karteikarten entwickeln kann. Denn das spart auch nochmal mega viel Zeit. Im dritten Schritt macht es nicht unbedingt so viel Sinn, sich Hilfe mit dazu zu holen. Denn die Rechenarbeit und diese Aufgaben zu lösen, das musst du selber tun. Hilfe kannst du dir da einfach nur holen, wenn sich Fragen ergeben während dem Rechnen und du die Fragen ganz schnell irgendwie klären möchtest. Oder du merkst, oh mein Gott, da ist noch ein Thema, das muss ich nochmal besprechen, ich habe aber nicht so viel Zeit, ich brauche da wirklich Hilfe. Ja, dann macht es auch Sinn, sich da jemanden mit dazu zu holen. Aber die Rechenarbeit musst du machen und das ist einfach auch der größte Part davon. Im dritten Schritt macht es auch Sinn, sich jemanden dazu zu holen, wenn du keinen Plan hast, wie du an Textaufgaben rangehst. Oder wenn du konkrete Tipps für die Abi-Prüfung brauchst. Denn in der Abi-Prüfung hast du keine Zeit und du brauchst Strategien, wie du da ganz schnell durchkommst und vor allem immer den Fokus behältst darauf, dass du so viele Punkte, wie es nur geht, einsammelst. Denk dran, es geht nicht darum, dass du alle Aufgaben bearbeitest, sondern es geht darum, dass du so viele Punkte wie möglich einsammelst. Das kannst du dir vorstellen wie so ein kleines Mario-Männchen, was durch so diese Mario-Welt läuft und muss immer diese ganzen Punkte einsammeln. Nur darum geht's. Du bist in der Abi-Prüfung wie dieses Mario-Männchen und musst von einer Aufgabe zur anderen springen, von einem Thema zum anderen und einfach gucken, dass du alle Punkte, die du nur kriegen kannst, einsammeln kannst. Und da geht es wirklich nicht darum, dass du alle Aufgaben bearbeitest. Gerade die letzten Aufgaben, wo es eher wenig Punkte für viel Denkleistung gibt, da lieber nicht den Fokus drauflegen, sondern diese Aufgaben eher am Ende machen. Sobald du anfängst, in der Abi-Prüfung irgendwie ein bisschen auch zu überlegen, solltest du diese Aufgaben eher zum Ende hinschieben. Und vor allem macht es im dritten Schritt Sinn, wenn du jemanden hast, der dir wirklich auch sagt, wie du die ganzen Sachen aufschreiben musst fürs Abitur, damit du alle Punkte bekommst und damit dein Lehrer alles versteht, was du aufschreibst. Möchtest du eine Übersicht über alle relevanten Themen fürs Mathe-Abitur? Dann schreib mir Mathe-Abi in die Kommentare und dann weiß ich, dass ich dazu ein Video für euch drehen werde. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du sofort informiert wirst, wenn ein neues Video von mir online kommt. Denn im nächsten Video verrate ich dir, welche 7 Fehler du vermeiden solltest, wenn du dich auf dein Abitur vorbereitest. Also aktiviere unbedingt die Glocke, damit du das nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.